Der Sommer geht zu Ende und wer meinen Kanal verfolgt hat, weiß, dass dieser Sommer ganz im Zeichen der schuppigen Mitbewohner unseres Planeten stand. Ich habe eine Menge Angelspiele gemacht und gerade jetzt kamen zwei heraus, zwei neue, auf die ich länger gewartet habe. Das eine ist Hunter, Call of the Wild, also oder Hunter the Angler, oder ist es Call of the Wild, the Angler, auf jeden Fall von der renommierten Firma, die ein grandioses Jagdspiel herausgebracht hat, haben ein Angelspiel rausgebracht. Und zwei Gründe haben mich dazu bewogen, es erstmal nicht zu kaufen. Das eine sind unfassbar schlechte Kritiken, eine ganze Menge davon. Das andere war aber, ich habe es in den Warenkorb gelegt, ne, und bekam eine verbilligte Version angeboten, weil ich halt Call of the Wild besitze und sollte 18 Euro kosten. Ich drehte mich kurz um, suchte irgendetwas, drehte mich dann wieder um und wollte kaufen und plötzlich sah ich, dass es im Warenkorb plötzlich um 5 Euro gestiegen war. Das ist nicht in Ordnung, das sowas weckt den Trotz in mir. Umso schöner, dass Ultimate Fishing Simulator 2 mich bisher nicht enttäuscht hat, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber es scheinen keine negativen Kritiken hier gewesen zu sein. Geben Sie Ihren Namen ein. Habe ich einen bestimmten Anglernamen? Ich könnte mich Angel Heart nennen, ne? Angel Heart. Oh, das ist Quatsch. Ja, machen wir es kurz. Normal oder realistisch? Für neue Spieler. Unterwasserkamera. Ah, Moment. Realistisch. Einige Features sind nicht verfügbar. Unterwasserkamera, Bissanzeiger, Teleport und wechselnde Witterungskapazitäten. Hat getrennte Rande. Wir machen mal normal, ja, damit wir mal sehen, was los ist. Männlich. Und Gesamtzahl der Fische. Soll ich sagen, wie viele Fische in dem Fluss sind? Oder wie viel ich angeln will? Ach nein, das heißt einfach, ich habe bisher noch keine. Das heißt, ich wähle mich hier aus. Ja, bitte. Okay. Wer mein Video gesehen hat, Ultimate Fishing Simulator, ich habe es, glaube ich, mehrfach gesagt, schien mir immer das elegante Angeln zu sein, weil es einfach war, nicht viel drumherum hatte mit diesem, auch das Equipment und so weiter. Ne, es ist, und man hat eine Angel und zieht und kämpft mit dem Fisch. Alle anderen Angelspiele haben oft andere Sachen und man kann mit mehreren Routen angeln und so weiter. Ich sehe jetzt schon, dass es hier mehr sich an die anderen Spiele angenähert hat. Es gibt Turniere, Ausrüstung, Geschäft, Profil, Fischernetz. Okay, das sind einfach meine Fähigkeiten. Oh, ich kann Fähigkeiten, doch, die gab es da ja auch. Ich vergesse das nur immer. Wenn man einmal drin ist in dem anderen. Tägliche Missionen, Dailies und so weiter. Ja, also es rückt näher ran an Sachen wie Fishing Planet und so weiter. Statistiken, Missionen. Schauen wir doch mal. Sollen wir direkt sowas machen? Nee. Fangen Sie so viele Fische einer bestimmten Art. Also 5. Da kriege ich 2 Punkte für. Und einen amerikanischen Hecht, soll ich mal. Update. Wir wollen einfach mal angeln. Ich habe $200 in der Tasche. Könnte dafür jetzt Sachen kaufen, aber ich will natürlich angeln gehen. Willkommen im Ultimate Fishing Simulator 2. Wollen Sie das Tutorial starten? Ja, möchte ich tatsächlich. Mal gucken, wie es gemacht ist. Ich glaube ja, dass ich schnell reinfinde, mich nicht allzu dumm anstellen werde. Nach 12 Angelspielen diesen Sommer. So, Sie können sich auf dem Fangplatz bewegen. Auf der rechten Seite ist das Wetter. Fangplatz um. Drücken Sie die Leertaste. Gut. Oh, das ist aber eine träge Maus. Was nicht schlecht ist. Also, jipp, ich bewege mich und dann zieht es ein bisschen nach. Aber gefällt mir nicht schlecht. Ein Pilz, den soll ich probieren. Sehr kräftige Farben, ne? Was auch nicht schlecht sein muss. So, nähern Sie sich dem Wasser. Da bin ich. Eine der beliebtesten Fischfangmethoden ist Posenfischen. Wählen Sie ein Schwimmerset aus, indem Sie 2 drücken. 2.
Die einfachste Weise, eine Angelrute zu werfen, ist der Kurzstreckenwurf. Achten Sie jedoch darauf, die Stelle mit ausreichend Tiefe wählen, bevor Sie die Rute werfen, können Sie Schwimmtiefe mit. Ach, warum immer diese eckigen Klammern? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Da war ein Fisch oder ein Frosch. Was diese eckigen Klammern bedeuten soll. Ist das 8 und 9? Muss ich dann Shift drücken? Wir werden sehen. Führen Sie einen Kurzstreckenwurf, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Okay, das heißt, ich halte so und dann. Die Schnur wird durch Drücken von linker Maustaste eingespult. Einspulgeschwindigkeit mit dem Mausrad. Mit Plus, Minus können Sie die Zugkraft einstellen. Nämlich Q drücke. Nun spulen Sie die Schnur vollständig ein. Ich habe gar nichts getrunken. Ich habe Kaffee tatsächlich dabei. Achso, sorry. Sogar noch heiß. Kaffee am Abend. Warum? Weil ich eben noch Truck Simulator gespielt habe. Und irgendwie kriege ich Kaffeedurst da und habe das Gefühl, dass ich mich wach halten muss. So, Sie machen einen Langstreckenwurf. Linke Maustaste. Führen Sie jetzt einen solchen Wurf aus. Gut. So weit wie möglich da hinten hin. Das Lustige ist ja, ist jetzt schon drin. Ich habe nichts gesehen. Nichts aufgehört. Das Lustige ist ja, wenn man hier steht und so weit wie möglich wirft. Und man ist stolz, wie weit man geworfen hat. Ich meine, könnte man sich auf die andere Seite stellen und einen Kurzwurf machen, oder? Also der weiteste Punkt, den man erreichen kann, ist in der Mitte des Sees. Viel weiter sollte man gar nicht werfen. Nächste Aufgabe ist es, einen Fisch zu fangen. Sie können die Unterwasserkamera nutzen, indem Sie U-Taste drücken, um zu sehen. Warten Sie darauf, dass der Fisch vom Köder angelockt wird. Da habe ich doch mal sehr gespannt drauf. Oh. Okay. Ich kann es auch ein bisschen bewegen. Soll ich mal die Taste drücken. Da ist ein Fisch. Ein Fisch! Achso, straff wie möglich machen. Können Sie ihn an Land ziehen? Gut. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Ist das okay, wenn ich. Oh, ich kriege Mitleid. So, hier sieht's beschaulich aus. Ja, hier ist es einfach ein idyllisches Angeln. Und hier ist es ein Kampf ums Überleben. Mit einem Haken, den man in seine Eingeweide gefressen. Oh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Na gut. Also. Ja, ist ein winziger Fisch, da kann ich nicht viel falsch machen. Was ist denn mit der Angelgeschwindigkeit hier? Da, mit dem Mausrad. Unten rechts, ne? Sehen Sie, dann wird es weniger und hier wird es mehr. Und mit welchen Tasten konnte ich nochmal mit Plus und Minus? Plus? Den Plus- und Minus-Tasten? Ich weiß es nicht. Erstmal her mit dem Fisch. Um die Tasten werde ich mich nachher kümmern. Halten Sie gedrückt. So, da ist er. Erfolgreicher Fang. Nachdem Sie einen Fisch gefangen haben, können Sie ihn entweder behalten oder freilassen. Es sind jeweils unterschiedliche Boni verschafft. Geben Sie den Fisch jetzt frei. Hätte ich auch gemacht. Spitze. Ich finde so, in jedem Spiel sollte man den ersten Fisch freilassen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Wahrscheinlich nicht. Weil mir meistens irgendwie angezeigt wurde. Aber natürlich lasse ich den frei. Wie mache ich das? Freigeben. Hier unten. Tschüss. Werd groß und stark. Und dann lass dich wieder fangen. So, was war jetzt mit den. Also. Ich kann immer noch mit dem Mausrad arbeiten, aber was diese eckigen Klammern bedeuten, weiß ich immer noch nicht. Ist nicht mit Shift. Nee, Quatsch, Shift wäre es ja nicht. Alt wäre es. Aber ist auch nicht. Das ist bestimmt wieder Ö und Ä oder so. Das ist bestimmt wieder auf englische Tastaturen. So, als nächstes wählen Sie ein Spin-Set. Sagt man Spin oder Spin-Set? Spin. Mit Doppel-N würde ich fast Spin-Set sagen. Zeit, eine neue Art von Fischen zu lernen. In diesem Schritt werden Sie lernen, die Spin-Methode verwenden. Gut, Weitwurf. Und weit darüber. Das ist ein bisschen doof, wenn man so macht und dass er nicht dann sofort loswirft, sondern erst. Und dann, ne? Also ich sag ihm sozusagen, wie weit er werfen soll, und dann sagt er: Alles klar, Spieler. Nicht so, fühlt sich nicht so gut an. Führen Sie den Köder so, dass seine Wirksamkeit so groß wie möglich ist. Also es ist einfach dieses, ne, Ranziehen, dieses, ne? Das ist schön. Reduzieren Sie die Wiedereinzugsgeschwindigkeit auf 10%. Und holen Sie den Köder, bis ein Biss erfolgt. Gut, dann also runter auf 10% und jetzt ziehen. Jetzt sehe ich, dass das hier so durchgezogen wird und oben Mitte rechts unter langsam senkrecht.
wo der grüne Fisch ist. Wenn ich jetzt loslasse, dann ist er nicht mehr grün. Da verblasst er sogar. Ganz hübsch. Okay, das heißt, ich bewege ihn jetzt über den Boden. So, mal kurz mit der rechten Maustaste ein bisschen höher ziehen. Oh, da hat jemand angebissen. Oh, das ist ja... Das sieht winzig aus. Okay, ich mach mal wieder von oben. So, und jetzt mache ich natürlich schnelleres Einholen. Ich sollte auf der unten rechts, ne, darauf achten, dass blau ist offenbar das, was vielleicht nicht gut ist. Oder? Mach mal wieder ein bisschen runter. Plus, minus. Ich sehe nicht, wie sich die Geschwindigkeit hier... Also so ist die Geschwindigkeit und der Zug. Ich weiß nicht, wie sich der Zug ändert. Sind die Tasten irgendwie doof? Ich gucke gleich mal in die Tastatur. Vielleicht kann man die Tasten ja belegen. So. So. Gedrückt halten. Und einfangen. Oh. Wählen Sie halten aus, um den Fisch in den Netz zu legen. Halten, nicht behalten. Das Netz wird zum Verwalten der Fische. Sie können es öffnen, indem Sie Escape. Okay, dann wirst du behalten. So leid es mir tut, grüner Freund. So, dann gucken wir mal, wo du bist. Nämlich hier. Das Fischernetz öffnen. Ein Kettenhecht ist das. Da rockt der Papst im Kettenhecht. Das ist Boomer-Humor, sorry. Der ist 84 Cent wert. Den gebe ich frei. Oder hätte ich das nicht tun sollen? Will das Spiel jetzt von mir, dass ich irgendwas mache? Was ich aber unbedingt mal tun will, ist immer durch das Drücken der M-Taste für die Karte. Mit der Taste können Sie transportieren und das Wetter verändern. Und gucke ich doch mal, ob das geht. Hier könnte ich zu einem anderen Standort. Ja, will ich mal hinwechseln. Gucken, wie es hier aussieht. Registerkarte Hilfe. Moment! Jetzt ist das Tutorial abgebrochen. Was jetzt? Ist das alles, was ich wissen musste? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Einstellung. Tastaturbelegung. Kann ich die ändern? Denn hier steht ja irgendwie. Unterwasserkamera einzoomen. Oh, kann ich auch noch machen. Rückwärts gehen. Wo ist denn Set 1 den Wurf zurücksetzen? Rollengeschwindigkeit erhöhen. Page up und Page down. Da ist nämlich nichts. Doch, hier ist mit Schwimmtiefe nach oben. Page up und Page down. Das hier gefällt mir nicht. Dann nehme ich E und Ö irgendwie dafür. Ne? Weil es ist... Das ist meistens. Ne? Also immer wenn so komische Sachen wie eckige Klammern und so angegeben werden, ist das irgendwie immer Ä und Ö. Ich mach mal hier Schwimmtiefe nach oben und Schwimmtiefe nach unten. Hab ich das jetzt gemacht? Ja. So. Z zoomen und Page up und Page down. Das muss ich bedenken. Gut. Gehen wir nochmal angeln. Jackson ist eine Stadt, die im US-Staat von Wyoming angesiedelt ist. Ist das Jackson, das besungene Lied von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra? I'm going to Jackson. Let's mess around. Durch ihn fließt der Flat Creek, ein Nebenfluss des Snake River, eines der wichtigsten Flüsse in Yellowstone National Park. Soweit ich nämlich weiß, handelt das Lied davon, dass man nach Jackson geht, wenn man sich scheiden lassen will. So eine Scheidungshauptstadt von Amerika, soweit ich weiß. Die Stadt ist eine bedeutende Touristenattraktion, zum Teil weil sie nur ein paar Meilen von der Grenze des Grand Teton National Parks liegt. Noch nie gehört. Fisch auf der Karte. Ah, da gibt es einen amerikanischen Hecht. Der ist ja... Ah, der amerikanische Hecht ist ja offenbar Teil des Dailies. Das heißt, hier kann ich das Tutorial machen. Und hier sind noch andere. Jackson County, Salazie... Slowakia, Thailand. Okay, ich bleibe natürlich hier erstmal in Amerika. Und wir gehen natürlich früh morgens fischen. Bei Bewölkung. Angeln gehen. Mal gucken.
Da fängt wieder der Spaß an. Wie gesagt, wenn Sie andere Videos schon von mir gesehen haben zum Thema Angeln, dann werden Sie wissen. Hübsch, hübsch ist das hier. So eine Frage der Zeit, bis ich hier von einem Bären angegriffen werde, während ich angle. Der sich hinterrücks auf mich stürzt und mir das Genick durchbeißt. Ich hoffe, es geht schnell. Wer meine anderen Angelspiele gesehen hat, weiß, dass. Was wollte ich denn sagen? Weiß, dass die. Der Spaß, das wollte ich sagen. Dass der Spaß hier unter anderem daran besteht, hinterher zu lesen, wie welche Fische am besten zu angeln sind. Und dann die richtige Tageszeit auszuwählen, weil viele Fische halt eher bei Bewölkung zum Beispiel oder so, bei Regen wahrscheinlich gar nicht so leicht zu fischen sind und so. Ich muss aber doch mal eben da hinten gucken, was da ist. Und ja, das ist Teil des Ganzen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich sagen will, ich will das Daily schaffen und einen amerikanischen Hecht zur Strecke bringen, dann muss ich eigentlich wissen, womit ich den ködere und wann er gerne hier ist. Was ist denn da passiert? Warum fehlen da so viele Bäume? Sieht aus wie so eine Lovecraft-Geschichte. Dunwich. Auch da oben, dieser Gang, der interessiert mich. Kann sein, dass da Touristen langgehen. In Sicherheit, fern von Bären und Wölfen. Und wenn sie mich sehen, rufen sie erschreckt: Oh, bloß nicht da unten. Okay. Type Enter to Chat. Okay, ist auch ein Multiplayer-Spiel offenbar. Gut, dann einfach mal so in die Mitte des Sees. Ich sehe den da nie einschlagen. Das ist viel zu weit, oder? Der ist irre weit dahin. Gucken wir mal von unten, wo er ist. Akustik ist irgendwie ganz hübsch. Bisschen einziehen. Bisschen langsamer einziehen. Einfach nur, damit er da hängt. So, und jetzt konnte ich ja mit Ö und Ä kann ich die Tiefe ein. Also ich halte jetzt mal Ä gedrückt. Dann scheine ich irgendwie zu ziehen da oben. Warum zieht das so ruckartig? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich so ruckartig ziehe. Wenn ich mit dem rechten. Da. Ich mit der rechten Taste drücke, dann werde ich aus der Unterwasserkamera rausgezogen. Da sehe ich die Leine. Koop, Gefangener. Sind hier andere Spieler? Bin ich mit anderen Spielern zusammen? Das ist mir gar nicht bewusst. So. Und die Geschwindigkeit? Ach so, die Geschwindigkeit kann ich mit Page Up und Down. Ja, die kann ich auch mit der. Die kann ich viel besser mit der Maustaste machen. So. Da schwimmt irgendwas vorbei. Riesige Stabheuschrecke. So. Ich habe natürlich keine Ahnung, wen oder was ich hier angeln will. Tab für Quick Help. Ah ja. Bremse plus und minus. Das ist doch eigentlich das, was ich will. Aber das geht nicht auf dem Nummernpad. Ist dann wirklich plus hier? Ja, tatsächlich, da ist der Zug. Und minus. Da war's. Okay. Vorfachlänge. Taschenlampe habe ich auch noch. Und mit G kann ich HUD abschalten. Oh, wie schön. Wie schön. Okay. Wo ist denn jetzt mein. Mein Schwamm. Warum ist der da drüben? Er hat sich bewegt. Wahrscheinlich, weil es ein Fluss ist, ne? Es geht flussabwärts. Ist das ein Fluss? Ja, wie ein See aus. Gut. Warum sehe ich links unten immer, dass da irgendwas gefangen wird? Ich sehe keine anderen Leute hier. So, schneller einziehen, so also schnell wie möglich. 100%. Da bin ich schon, oder? Ah ja, da bin ich. Nein. Mit Q den Wurf rückgängig machen. Obwohl. Ist ja schon gut da. Ich würde nur gerne mal hier unten irgendwie mal einen Fisch sehen.
Momentan sehe ich nicht ein. Für sich da hinten so Luftblasen aufsteigen. Faszinierend. Da mit Q habe ich das Ding wieder in der Hand. Nehmen wir doch mal das zum Spinnenfischen. So, und werfen so weit wie möglich da hinten rüber. Machen die Geschwindigkeit runter auf 10 und holen es dann ein. Vielleicht sehen wir dann was. Und mit G konnte ich die Naht ausbringen. Es ist ein Unterschied zwischen HUD und GUI. Weil GUI lese ich öfter, ich rede aber ständig von HUD. Ich will mich ja nicht lächerlich machen. Und der denkt man noch, dass ich kein echter Gamer bin oder so. Kann ich jetzt hier eigentlich was mit Ä und Ö machen? Oh! Da! Da unten hat jemand angebissen. Okay. So. Und jetzt höher. Und bitte das wieder einschalten, sonst weiß ich nichts. Oh nein! Oh! Na gut, aber ich war auf der richtigen Seite, würde ich sagen. So, jetzt habe ich aber keinen. Jetzt habe ich keinen Köder mehr, ne? Der hat den Köder weggefressen. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe den Zug falsch eingestellt. Der ging noch mit. Ich habe es eben noch gesagt. Mit Plus und Minus. Da mit Plus. Hätte ich wieder ein bisschen runterziehen stehen sollen. Ich Zug auf 30. So. Inventar. Was mache ich denn jetzt? Köder ist weg. Ah. Der ist jetzt echt weg, ne? Na gut. Muss ich zum Shop. Dann lerne ich den Shop auch kennen, auf diese Weise. Ja. Köder ist weg. Ich hoffe, das ist nicht zu teuer. Zubehör. Bissanzeiger, Schleudern und so weiter. Der ganze Kram. Geschäft. Köder. Ich will genau denselben Köder. Natürlich und den Kunstköder. Das will ich haben. So einen hatte ich, ne? Ja, die sind ja nicht teuer. Ich habe 200 Dollar. Den hier hatte ich, ne? Den Robinson Classic Twist. 8 cm. Gewicht 5,3. Zum Warenkorb. Und einen größeren, das wäre nicht schlecht. Hier unten werden sie größer. Mit denen hier habe ich gute Erfahrung. 54 Dollar! Sie scherzen wohl. Ich muss erstmal gucken, wie viel Geld ich mache hiermit. Ich hab ja alle irgendwie weggeworfen hier. Hier sind Frösche. 350 Dollar für einen Frosch. Glatte Köder. Die sind die Spinner. 22 Dollar. Ich hätte natürlich gerne direkt einen großen Fisch, aber hier, Wobbler. Mit denen habe ich auch gute Erfahrung. Aber dann soll ich natürlich sehen, dass ich Leinen hole, die besser sind. Hier sieht man noch, dass es, wenn es rot ist, kann ich es gar nicht kaufen, weil mein Level nicht hoch genug ist. Also die übliche Geschichte. Die übliche Geschichte. Eine Geschichte so alt wie die Menschheit. Wer nicht hoch genug gelevelt ist, der kriegt nichts. Und Ruten. Und Senkblei. Zubehör. 6.000 Dollar für einen Bissalarm und ein Tripod für 2.500. Ja, da muss ich so schnell wie möglich muss ich viele, viele Fische sammeln. Habe ich das jetzt im Inventar? Ja, habe ich. Benutzen. Sehr schön. So, wieder weit auswerfen da hinten. Das lief ja eben gut. Und die Einholgeschwindigkeit ist auf 30. Und der Zug ist auf 30. Das sollte eigentlich gut sein. Und die Geschwindigkeit muss ich noch langsamer machen. Und dann, ja, da ist es grün. Oben, Mitte, rechts. So, mal gucken. Beim letzten Mal hat es gut funktioniert, dass ich es hier nach unten habe sinken lassen. So, und dann ein bisschen
näher ranziehen. Da ist er schon wieder. Aber der ist winzig. Jetzt muss ich die Geschwindigkeit erhöhen. Und den Zug kann ich doch auch erhöhen, ne? 70, ist das gut? Sieht gut aus, sieht gleichmäßig aus, das Blau, was ich unten rechts sehe. Eine hohe Geschwindigkeit hätte ich noch höher machen können, aber der frühe, der ruhige Vogel, steter Tropfen hüllt den Wurm. Oder so. Rechts gedrückt halten. Und das ist ein amerikanischer Hecht. Ein Rekordhecht. Also, für mich. Ja, der kostet 43 Cent. XP, wenn ich ihn halte. Ich kann keinen Fisch behalten und töten, der nicht mal ein Dollar wert ist. Ich brauche irgendwie 5000 Dollar für ein Tripod oder was das war. Kann ich denn was Größeres überhaupt angeln damit? Ist das überhaupt möglich? Bin gespannt. Lass ich erstmal sinken. Guck mir das hier natürlich an. Ich meine, warum nicht? Wenn ich doch weiß, wie es hier läuft. Oh, langsamer, langsamer. So. Den Zug auch wieder etwas verlangsamen. Naja, wenn ich ihn höher mache. Ne, unten rechts mal drauf achten, auf die ganzen Einstellungen. Ne. Muss ich drauf achten. Naja, 50 der Zug. Das hat ja gut funktioniert. Der einzige Fisch, der mir bisher entkommen ist, ist ja deshalb entkommen, weil er. Das ist aber nicht der Köder, den ich vorher hatte. Der drehte sich doch, oder? Na gut, ich hole gleich noch einen anderen. Da, schon wieder so ein kleiner. So. Der eben entkommen ist, ist doch entkommen, weil ich nicht fest genug gezogen habe. Ne? Weil er sich irgendwie einfach gelöst hatte. So, schneller ziehen. Noch schneller ziehen. Volle Kanne. Und den Zug noch auf 100. Ah, genau ins Gesicht. Wie viel ist der wert? 66 Cent. Er ist immerhin 2. Vielleicht gibt's die gar nicht größer. Der sieht winzig aus, oder? So ein richtiger Fisch. Wenn ich an Eurofishing denke, der. Boah, den hält man so mit zwei Händen hoch. Ich gebe den mal frei. Weil, gucken wir mal hier in mein Profil. Level 1, 21 XP, weil Level 2 und so, das meistens hat das irgendeinen Vorteil, wenn man schnell im Level hochgeht. So, was ich jetzt mal mache, ist folgendes. Ich kaufe im Geschäft. Ich werde jetzt wirklich was investieren. Ich will einen größeren Kunstköder kaufen. Ne? Nicht so einen kleinen Robinson. Ach, da war der. Moment, der ist free. Stimmt, ich habe noch nichts ausgegeben. Der ist auch free. Aber ich will einen besseren. 8 cm, 7 Gramm. Aber die sind. Der ist rot. Das heißt, ich brauche Level 2, um den zu kaufen. Level 2. Und hier brauche ich auch Level 2. Das heißt, ich muss schnell hoch. Ich muss einfach schnell aufleveln. Das sind Posen. Also die Schwimmer, oder? Sind Schwimmerposen? Kann mir das jemand sagen? Sinker. Okay, ich versuche nochmal einen, vielleicht mal in die andere Richtung. Ich versuche einen mal noch hier mit Spinnfischen zu holen. Das wird aber eine Menge hier vorbeigetrieben, ne? Ja, runter von der Geschwindigkeit her. Den Zug ein bisschen verringern auf 50. Und nochmal unter Wasser gucken. Hier sind die ganzen Blubberquellen. Da hinten ist ein Fisch. Könnte man das Quelle nennen, wenn unter Wasser ist eine Quelle, immer das Wasser rauskommt? Oder könnte es auch eine Quelle sein, wenn... Ja, danke, danke. Der sieht auch gut aus. So, und jetzt höher.
Der kämpft ja gar nicht. Der kämpft ja gar nicht. Das ist ein lebensmüder Fisch. Jetzt fängt er an zu kämpfen. Ups. Bisschen den Zug verringern. Auf 20. Okay, das ist ein größerer. Oh. Nicht ins Grün. Es gibt ja, ich sehe jetzt gerade erst, dass da. Okay, ich muss auf mehreres achten. Also, ne, der übliche Kampf, ich sehe, man sieht es ja auch im Bild selbst in der Mitte, wenn das zu hoch wird, ne? Und unten rechts als blaue Linie. Mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und dann sieht man aber noch unten rechts auf der linken Seite Schnur, Rute und Angelrolle. Das heißt, die Schnur ist jetzt schon. Muss ich ein bisschen Schnur geben dann, ne? Oh, dann kann ich nicht einholen. Okay, ja. Ich meine, ergibt natürlich Sinn, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann ihn jetzt nicht einfach freilassen. Okay, oh, die Schnur wird aber ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Schnur, Rute und Angelrolle. Bei irgendeinem Angelspiel hatte ich das auch. So, wenn ich ihn jetzt halte, ist die Schnur, ne, man sieht den weißen Ausschlag ziemlich hoch. So, und da muss ich die Geschwindigkeit erhöhen oder den Zug etwas erhöhen. Und jetzt ist er aber im Roten. Das ist nicht gut. Da muss ich wieder geringer machen. Also mit dem Zug kann ich momentan am meisten machen. Mir gefallen nur nicht die Tasten, auf denen die liegen. So, weil jetzt das ist okay. Und jetzt muss er müde werden, ne? Ich ziehe. Schnur ist nicht im roten Bereich. Wenn ich jetzt noch einmal höher gehe, ja, dann ist sie direkt im roten Bereich. Also das soll ich nicht machen. Momentan schwimmt er nicht so weit weg. Kämpft mir. Die Rute wird auch ganz schön. Also, nee, ganz schön. Also die Rute hat jetzt eine weiße Anzeige unten. Wird also auch langsam müde. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit, der ich einziehe. 50. Das ist auch ordentlich. Aber das geht. Aber er bleibt bei 30 Meter Entfernung, ne? Ich muss also irgendwas tun, damit er näher kommt. Ich will jetzt gar nicht die Unterwasserkamera ansehen. Doch, ich will mal kurz die Unterwasserkamera ansehen. Aber man sieht mal, wie er kämpft. So, 20. Das ist auch gut. Jetzt mal vielleicht nochmal Plus drücken. Oh. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Sonst reißt die Schnur nämlich, wenn die im roten Bereich ist. Aber er kommt doch näher mit der Zeit. Das ist sehr intuitiv, lieber Zuschauer. Ja, also wer andere Angelspiele gemacht hat, wird merken, dass das hier genauso elegant ist, wie das, was ich über Teil 1 gesagt habe. Aber man kämpft ein bisschen mehr. Da treibt was vorbei. Wenn das jetzt den Fisch auch noch mitnehmen würde, ne? Das wäre interessant. Also die Schnur dadurch kaputt gehen könnte. Wäre natürlich gemein, aber ich habe ihn doch ziemlich nah dran. Ich drücke nochmal Plus. Bin jetzt bei 30. Dann drücke ich auf 40, 50. Oh, runter. 30. Lieber bei 30 bleiben. Nochmal runter auf 20. Damit es nicht rot ist unten bei der Schnur. So, jetzt aber, oder? Jetzt habe ich dich. Habe ich dich? Nochmal auf Plus. Oh, Plus. Nee, nochmal auf Minus. Nicht wieder weg, nicht wieder weg. Bleib hier. Bleib hier. Geschwindigkeit nochmal erhöhen. Auf 60, 62. Da schwimmt er wieder weg. Ich muss auf Plus gehen. Aber das sieht gefährlich aus. Nee, ich gehe wieder runter. Also wenn ich den Zug erhöhe, dann ist es sofort im roten Bereich und dann wird die Schnur reißen, nehme ich an. Ich kann also nur in Zehnerschritten da hoch. Was denn, wenn ich loslasse? Wenn ich mal nicht. Ist immer noch sehr rot. Interessanter Kampf hier. Ich hatte bei irgendeinem Spiel. Ich bin nicht sicher, in welchem. Ich glaube in Professional Fishing. Professionelles Angeln. Da hatte ich zugegriffen bei den DLCs, ne, wo man mehr Equipment bekam und so. Was aber dazu führte, dass ich viel zu gute Angelrouten hatte.
und am Ende gar keinen Kampf mehr verspürt habe. Ich habe erst gedacht, das Spiel wäre nicht gut, aber als ich dann mal nachgeforscht habe, habe ich gemerkt, nee, ich habe einfach zu gutes Equipment und schlag mich mit zu kleinen Fischen rum, obwohl die mir schon groß genug erschienen. Hier merkt man jetzt, ja, ich muss gucken, ne? Also ich lerne ja noch, aber wie müde wird der Fisch hier? So. Komm ran. Ich erhöhe nochmal meine Geschwindigkeit, sogar auf 82. So. Da sieht man auch, dass es ganz schön auf Spannung ist. Da springt er sogar. Muss er doch müde werden, oder? Wenn er springt. Ich gehe jetzt nochmal auf Plus, also erhöhe den Zug jetzt nochmal. Und bitte mal darauf achten, das wird garantiert direkt ins Rote springen. So. Ja, springt direkt ins Rote, wieder runter. Aber ich muss das irgendwie auf höher kriegen. Der Zug reicht hier nicht. So, Zug auf 30. Oh. Wenn ich jetzt loslasse. Nee. Ich gehe wieder runter. Ziehe jetzt wieder an. Ist wieder weg, ne? Ich muss auf die 30. Ich kann ja mal die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer machen, aber ändert nichts dran. Also der Zug ist halt praktisch die Bremse, ne? Bei der er gehalten wird. Wenn ich jetzt noch irgendwie versuche einzuholen. Doch. Das ist die Müdigkeit, oder? Ich muss den Zug erhöhen. Ich habe ihn jetzt auf 30. Er muss die Bremse spüren, sonst wird er nicht müde. Okay, ich ziehe mal weiter. Ich lasse die rechte Maustaste mal los. Ja, dieses Rucken. Ich dachte, das würde ihn vielleicht müde machen. Ich erhöhe die Geschwindigkeit des Einholens mal wieder. Zieht auch nochmal die rechte Maustaste, weil es irgendwie so aussieht, als würde man. So. Ich erhöhe den Zug jetzt. Jetzt nochmal auf 40. Oh oh. Oh oh. 30, doch lieber 30. Ich hatte ihn so nah dran. 22, 21. Komm, unter die 20, unter die 20. Komm, bitte, komm. Den Zug noch einmal erhöhen. Oh oh, oh. Dich kriege ich hier unter die 20. Da, unter der 20. Her mit dir. Her mit dir, her mit dir. Komm, du wirst müde. Ich spüre das. Ich spüre, wie müde du wirst. Gib auf, gib auf. Das kommt mir gemein vor, irgendwie plötzlich. Na, so mit ihm zu reden. So, 7 Meter. Ja, nicht schon wieder. Er haut schon wieder ab. Er haut. Nein! Oh, verflixt. Okay, lieber Zuschauer. Sie merken. Sie merken. Das ist recht anspruchsvoll, aber auch. Aber auch immersiv. Das ist genau wie bei den anderen Spielen. Also meine Lieblingsspiele bleiben wahrscheinlich weiterhin irgendwie Eurofishing und Carp. Wie ist es? The Catch. Ne? Das Karpfenfischen da von Dovetail. Muss wieder in den Shop. Weil die, ne, da kann ich mehrere Angeln verwalten und so weiter. Da ist immer was los und so weiter. Hier, das ist das Spannendste. Auch Teil 1 schon, aber das hier steigert Teil 1 sehr merklich und gut. Sage ich jetzt so, ne? Ich werde jetzt noch einen Versuch machen und wenn der auch schief geht, dann werde ich natürlich das Gefühl haben. So, jetzt kaufen. Dann werde ich das Gefühl haben, dass ich das ein doofes Spiel ist, ne? Weil sonst könnte ich das. Also machen wir mal selber, was wir hier gemacht haben. Wir werfen hier drüben hin. Und ich muss natürlich jetzt einen genauso großen Fisch wieder an die Angel kriegen. Sonst ist es kein Vergleich. Und ich muss gucken, was ich mache damit. Ne? So, Unterwasserkamera. Einholgeschwindigkeit sehr langsam. Zug auf 30. Zugbremse, Zugbremse. So, mal gucken, ob wieder so ein großer Fisch anbeißt. Einmal hochziehen. So. Weil ich bin nie sicher, abgesehen von Welsen und so. Da ist auch wieder einer. Ist der so groß wie der andere? Vielleicht. Okay, bleiben wir wieder außen. So. Der ist niemals so groß. Jetzt erhöhe ich direkt mal den Zug auf 50. Und die Geschwindigkeit natürlich. So, sonst tut sich ja gar nichts. Oh. Okay. Und.
Und die. Ah! Das wird teuer! Nein, das wird nicht teuer. Kostet ja nichts. Okay. Ich kaufe jetzt mal. Ich kaufe direkt mal einen Vorrat, oder? Kann ich doch bestimmt machen. Ich meine, die kosten ja nichts. Zum Warenkorb, zum Warenkorb, zum Warenkorb. 10 Stück. Jetzt kaufen. Und dann kann ich auch hiervon noch 10 kaufen. Oder? Ich hoffe, dass ich nicht hinterher zu vollgeladen bin. So. Nehmen wir jetzt mal den hier. Und werf das aus. Also ich sag jetzt schon, dass ich eine bessere Leine will. Soll ich direkt eine kaufen? Soll ich gleich mal gucken? Ne, wir müssen mal gucken. So, mal gucken, ob das hier genauso gut funktioniert. Nicht so schnell einholen. Ah, Moment. Ah, fantastisch! Ich kann, wenn ich die Maustaste drücke, zwischen Geschwindigkeit und Zug wechseln. Oh, ist ja fantastisch. So, den Zug dann auf 20, sage ich mal. Und die Geschwindigkeit. Ja, jetzt häng ich am Boden. Was ich eben sagen wollte, ne? Dass hier unten Welse sind und so. Ich weiß nicht, was da oben so ist. Aber wenn, dann scheinen die doch so zwischen den. Was ist das denn für eine? Sehr interessant. So hoch die Geschwindigkeit. Und den Zug kann ich ruhig erhöhen auf 40. Ja, das ist ein kleiner. Zug auf 50 erhöhen, Geschwindigkeit auf 50. Ja, das ist ein kleiner. Aber kann ich brauchen, ne? Weil ich den wieder laufen lasse, dann laufen lasse. Ich lasse den Fisch laufen. Dann kann ich ja schneller hochleveln und vielleicht eine bessere Leine holen. Was ist das? Ein Kürbiskernbarsch. Das ist ja süß. 22 Cent ist der Wert. Weg mit ihm. F3? Fangen Sie. Ich habe irgendein Daily geschafft. Fangen Sie so viele Fische einer bestimmten Art. Fünf. Fünf einer bestimmten Art. Was kriegt er dafür? 100, 1,5 Kilo von einem amerikanischen Hecht. Da fehlt noch was zu. Okay. F3 wieder zu. Auch Tab wieder zu, bitte. So. Dasselbe nochmal. Da hinten ist irgendwie gutes. Da beißen die gut. So, und wieder langsam die Geschwindigkeit. Und vielleicht auch die Bremse wieder runter. Und einfach nur, damit wir was zu sehen haben. Da war. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. So. Okay. Ja, wir sehen wieder, ne? Die Schnur ist direkt wieder bis zum Äußersten gespannt. Mal den Zug um einen erhöhen. Es geht. Ist nicht so groß wie der erste Fisch, den ich hatte. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass der erste Fisch, den ich hatte, einfach nicht für meine Schnur geeignet war. Dass ich also, egal wie gut ich jetzt hier, ne, eingeholt hätte, dass die Schnur einfach nicht in der Lage ist. Gehen wir mal davon aus, um jetzt Fischpsychologie zu betreiben, dass die Fische. Ich muss mehr Geschwindigkeit. So. Ja, dass die Fische halt, ne, so gegen Ende, wenn sie hier rankommen, mehr kämpfen. Ne, wenn sie merken, dass es flacher wird, dann kämpfen die mehr, nehme ich mal an. Der ist 3 Dollar wert. 3 Dollar ist gut, wenn ich den freigebe. 3 Dollar behalte ich mal. So ein bisschen Geld brauche ich auch. Interessant ist aber, dass ich jetzt irgendwie andere kriege als eben mit dem gelben Köder. Egal, wir werfen es nochmal aus. Und ich rede mir das jetzt mal ein, aber es ist ja auch nicht unsinnig, ne, dass bestimmte Fische einfach nicht fangbar sind mit dem Setup, das ich hier habe. Würde sehr viel Sinn ergeben, dass das so ist. Und schon wieder. Okay. Ist das realistisch, wie sehr die beißen? Ich freue mich auf jeden Fall, dass es so ist. Weil, wie Sie gesehen haben, lieber Zuschauer, gibt es ja auch Spiele, in denen so selten angebissen wird.
dass das zum Mäusemelken ist. Der sah wieder so groß aus, aber zieht sich eigentlich ganz gut. Da kann ich nochmal Plus drücken, kann ich sogar zweimal Plus drücken. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob man die hier so zum Land hinzieht, dass sie sich da nicht viel bewegen können? Hätte ich das machen sollen? Das fühlt sich jetzt sehr, sehr einfach an. Das wäre interessant, ne? Dass man Fische Richtung Land zieht. Ah, das ist doch ein Wels, oder? Ein Katzenwels. Oh, Katzenwels. Den lasse ich frei. Alles, was unter einem Dollar ist, wird freigelassen. So, jetzt werde ich aber noch mal. Ich will dann doch mal. Warum habe ich da? Wir sind ja zweimal. Benutzen. Nehmen wir den mal. Mach noch einen Versuch, wieder so ein Riesending zu fangen wie gerade eben. Mal gucken, was passiert, wenn ich den gar nicht weit sinken lasse. Wahrscheinlich passiert nicht viel, oder? Komm, da werden andere Fische anbeißen als unten, aber den anderen habe ich ja weit unten gekriegt. Außerdem muss ich langsamer ziehen. Jetzt habe ich das Ding ja gleich schon wieder geholt. Ich lasse es doch nochmal absinken. Indem ich nicht einziehe. Ah, da ist er schwer. So, ich konnte jetzt nicht sehen, was es ist. Oh, der Zug ist direkt auf 60 eingestellt gewesen. Scheint aber nicht schlimm zu sein. Damit komme ich klar dann. Das heißt, das ist wieder ein kleiner Fisch. Ah, ich will wieder einen großen. Ich will einen spannenden Kampf liefern, wie eben schon. Außerdem will ich Stufe 2 erreichen. Na gut, holen wir den noch ein hier. Tut mir schon wieder leid. Das ist wieder so ein unter 1 Euro. Unter 1 Euro Fisch, ne? So ein Kick- oder Teddy-Fisch. Wieder ein Katzenwels. Ach komm, hau ab. Letzter Versuch, bevor wir dann für heute Schluss machen. Ich will sie nicht zu lange hier draußen halten. So, wir werfen jetzt noch einmal aus. Gehen da hin und lassen das Ding jetzt erstmal wieder auf dem Boden sinken. Es schien mir eben so zu sein, als wären die großen Fische hier unten. Oder irgendwo zwischen dem Seegras hier. So, jetzt wieder die Geschwindigkeit runter auf 10 und dann holen wir einen. Ist natürlich sehr tief, ne? So, ein bisschen höher. Mit diesem Rucken kann man das machen. Und nochmal und einholen. Ja, es bleibt am Boden. Aber gut, schauen wir mal, was wir am Boden. Was wir am Boden finden. Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ein bisschen höher muss er schon. Konnte ich nicht mit Ä und Ö da irgendwas machen? Das habe ich aber noch nicht rausgefunden, was ich jetzt auf Ä und Ö gelegt habe. Da ist doch einer. So, oh ja, oh ja, oh ja. Runter, runter, runter. Runter. Runter und die Geschwindigkeit höher. So, jetzt habe ich wieder einen großen Fisch. Jetzt habe ich große Fische. Ich versuche den mal hier zu halten. Das schien ja eben gut zu funktionieren. So, einmal auf Plus drücken sollte ja noch gehen. Ja, das war schon das Äußerste. Oh, oh, runter, runter, runter. So, Geschwindigkeit auf 30. Das ist okay. Bremse auf 20. Puh, ist das wieder ein Fisch, der zu groß ist für mich? Schauen wir mal. Wieder auf Plus. Zug. Oh, oh, runter, runter, runter. Geschwindigkeit aber ein bisschen erhöhen. Ich will nicht wieder so lang kämpfen. Auf 60. Das klappt doch. Das klappt doch ganz gut. Aber jetzt wird er panisch, oder? Der will in der Mitte bleiben. Kann ich den hier rüberziehen? Kann ich den hier rüberziehen? Kann ich den hier rüberziehen? Komm her, komm her, komm her. Einmal Plus und einmal Minus. Komm her, du bist nah dran. Nochmal Plus, nochmal Minus. Oh, der will in die Mitte. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass man hier wirklich das Verhalten der Fische irgendwie, dass das interessanter ist als in Teil 1. In Teil 1 war jeder Fisch irgendwie gleich. Halt nur unterschiedlich schwer. Und hier? Das Gefühl, dass sie sich anders verhalten. So, nochmal auf Plus gehen.
Nee, lieber auf Minus. Ich habe Angst, die Bremse zu hoch einzustellen. Nochmal auf Plus. Nochmal auf Minus. Man hat ja das Gefühl, dass er teilweise nachlässt, ne? Was denn, wenn ich mal nichts tue? Ist nicht gut. Weil sich dann irgendwie löst, glaube ich. So, jetzt nochmal Plus. Und ziehen, 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 ziehen. Und wieder Minus. Wieder Plus. Immer wenn er runtergeht, mache ich jetzt. Hau ich den Zug höher. Höher und runter. Zieht, 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 zieht. Ich gehe nochmal höher mit der Geschwindigkeit auf fast 80. Das ist eine Menge Geschwindigkeit. Und wenn er jetzt gleich nochmal nachlässt, Sie sehen das ja in der Mitte, ne? An dem, wenn der weiße Teil jetzt gleich nochmal runter geht, dann haue ich die. Jetzt haue ich die Bremse nochmal höher. Und nochmal höher. Und wieder runter. Ich will nicht wieder das Ping hören. Ich will nicht wieder, dass er. Oh Mann, was macht man denn hier? Wenn jetzt ein echter Angler hier wäre, der könnte es mir sagen. Schreibt es in die Kommentare. So. Und rüber. Vielleicht mal einfach in die Richtung ziehen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich einen Einfluss hat hier. Ich das so tue, als würde ich da ziehen. So. Wenn er jetzt nochmal schwächer wird. Da, jetzt gehe ich hoch mit der Bremse. Nochmal hoch mit der Bremse und wieder runter mit der Bremse und wieder hoch und wieder runter. Nochmal hoch, nochmal runter. Es muss doch möglich sein, hier die Bremse auf 30 zu lassen, oder? Ich lasse die jetzt mal auf 30. Und ziehe dafür weniger. Bremse auf 30 lassen. Ne, runter. Der muss doch müde werden, oder? Das muss ja Teil des Spiels sein. Ist ja unmöglich, dass ich jetzt ewig mit dem kämpfe hier. Das hatte ich zwar bei Professional Fishing, hatte ich das tatsächlich, aber das war ein Bug. Bin ich überzeugt von. Habe ich das aufgenommen damals? Nein, habe ich nicht. Das war furchtbar. Ja, wo der Fisch die ganze Zeit da kämpfte auf der anderen Seite des Flusses, 30 Meter entfernt. Und dann bin ich wirklich mit ihm an der Angel um den gesamten Fluss rumgegangen. Und dann war er plötzlich wieder 30 Meter entfernt. Also auf der anderen Seite. Ne? Völliger Quatsch. Und das war ein Bug. Hier ist es keiner. So, ich würde den Zug gerne auf 30 lassen, damit ich das Gefühl habe, hier weiterzukommen. Ich lasse das jetzt mal auf 30 und höre im Zweifelsfall auf, hier ranzuziehen. Nein! Mir gehen die Nerven durch. Ich gehe dann wieder auf Minus. Jetzt gehe ich wieder auf Plus. Zieh wieder an. Geh wieder auf Minus, geh wieder auf Plus. Und geh wieder auf Minus. Wenn es so ist, wie ich eben schon vermutet habe, ne, dass meine Angel einfach zu schwach ist dafür, dann habe ich keine Chance, den hier ranzuholen. Aber ich will es nicht so einfach aufgeben. Ich lasse jetzt den Zug auf 30 und spiele nur noch mit dem Einholen. Ich bin wieder runtergegangen. Ich traue mich nicht, auf 30 zu bleiben. Wieder runter. Ich bin fast auf 100, ne? Mit dem. Bitte, komm her. Wie nah muss der denn noch kommen, damit ich ihn einsammeln kann? Der muss aufhören zu kämpfen, ne? Wieder auf Plus, wieder auf Minus. Wieder auf Plus, wieder auf Minus. Da lasse ich ihn einfach nochmal wegziehen. Ne? Der zieht die ganze Angel weg hier. So, jetzt den Zug wieder erhöhen. Und zwar auf 40. Und jetzt fange ich an zu ziehen. Und das heißt, es geht schnell ins Rote. Ich brauche eine andere Schnur. Ich brauche dringend eine andere Schnur. Und Minus und Minus. Und Plus. Und Minus und Plus. Ich will auf 30. Ich will den Zug auf 30 lassen. Ich will nicht, dass sich da was ändert. Oh Mann. Nee. Von
diesem Kampf jetzt wird abhängen, ob ich das Spiel für gut befinde. Wenn ich den nicht kriege, wird das Spiel deinstalliert und umgetauscht. Tja, Sie sehen es selber, ne? Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß. Ich würde ihn gerne essen mit Pommes Rot-Weiß dazu. Puh, okay, letzter Versuch, ihn hier ranzuziehen. Jetzt rechte Maustaste gedrückt halten, Geschwindigkeit auf 100 und her damit. Zug muss ich auf 20 lassen. Zwischendurch kann ich den Zug ja mal höher stellen. Auf 30, 20, 30, 20, 30, 20. 30. Ich habe ihn erstaunlich lange auf 30 und auf 20 wieder. 30, 20. Oh Mann, wie kriege ich den denn hier ran? Kann ich mich eigentlich bewegen? Ich kann mich bewegen damit. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das geht. Das viele Angelsimulatoren-Freunde legen da nämlich Wert drauf. Dass man sich bewegen kann während des Angelns und dass das wichtig sei. So, Zug auf 30. Geschwindigkeit auf 100? Ich meine, was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn bitte noch machen? Was soll ich denn bitte noch machen, um ihn näher zu kriegen? Er schwimmt immer weiter weg. Wie sieht denn unterirdisch aus? Boah, der ist so riesig. 40 Meter! Gleich ist die Angelschnur zu Ende, oder? Gleich ist die Angelschnur zu Ende. So, ich werde den Zug jetzt nochmal erhöhen. Auf 30 bleibt er, aber das reicht ja offenbar nicht. Dann auf 40. Und wenn es gleich wieder Ping macht, dann bin ich sauer. Auf 50 bin ich jetzt. Minus, minus. Ich höre das, ne? Sie auch. Es muss bei 20 bleiben hier. Jetzt scheint 30 möglich zu sein, aber es verändert sich nichts. Okay. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ja, dann. Ich weiß, dass es einen Angler gibt, der schon mal nette Kommentare geschrieben hat und der mir vielleicht erzählen kann, was ich hier falsch mache. Oder ob es an der Angelschnur liegt oder am Spiel. Also ich komme hier nicht weiter. Ich kann hier nicht über die 30 Meter ziehen. Wenn ich den Zug erhöhe, ist die Schnur am Limit. Und der Fisch wird aber nicht wirklich müder, wie es scheint. So scheint es mir auf jeden Fall zu sein. Soll ich die Geschwindigkeit vielleicht mal verringern hier, mit der ich ihn ranziehe? Nee, der haut immer weiter ab. Ich arbeite jetzt mal einfach mit Zug. Zug auf 50. Guck, ob er hier von sich aus näher ran schwimmt. Ja. Ja, okay. Sehr schade. Sehr schade, wenn der Fisch jetzt also schwächer geworden wäre. Hätte ich das Gefühl gehabt, dass ich richtig was gemacht habe. Warum habe ich übrigens nicht? Ich habe doch eben, achso, weil der Fisch noch im Netz ist hier, ne? Den habe ich noch nicht verkauft. Dadurch könnte ich Geld kriegen dann. 15 Kilo kann ich im Netz haben, ja gut, das kenne ich alles. Also, Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Doch, ich weiß, was ich davon halten soll. Ich sollte davon halten, dass ich mal ins Geschäft gehe. Gucken, ob ich mir eine Leine holen kann, die mehr wert ist. Das sieht schon so aus.
Welche habe ich denn? Ich habe die hier. Stärke 0,78 Kilogramm und hier ist 1,3. Das heißt, ich kaufe mir die jetzt hier. Hab sie gekauft. Werde sie. Was dieser Leader ist, weiß ich allerdings nicht. Werde die jetzt austauschen und benutzen. Und dann später einen neuen Versuch machen. Muss jetzt allerdings eine kurze Pause machen. Bis gleich. So, ich musste gestern unterbrechen. Ist der nächste Tag. Und ja, wenn ich mich wieder hier einlogge, bin ich erstmal an einer anderen Stelle. Was natürlich interessant ist. Mir war gar nicht aufgefallen, wie groß die Gegend hier ist. Und wenn ich die Map aufrufe, sehe ich auch. Ordentlich. Und es ist tatsächlich ein Fluss, ne? Snake River. Ich war mir gestern nicht ganz sicher. Ich achte ja nie auf irgendwas. Und wo habe ich denn gestern gestanden? Ich weiß noch, dass ich. Hier ist mein Auto. Parkplatz. Und ich habe doch. Habe ich nicht diese Gebäude gesehen von da drüben? Mal gucken, ob man den ganzen Weg umrunden kann oder ob es eher dafür gedacht ist. Zu fast traveln. Ah, hier könnte man stehen, wenn es regnet. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Eigentlich würde ich gerne wieder da sein, wo ich vorher war. War ich hier nicht auf der anderen Seite? Kann ich sehen, wo ich bin? Nicht wirklich. Hier ist die Lumber Mill. Das hilft mir aber nicht. Da muss ein Weg drum sein. Interessant, dass das so schwer zu erkennen ist. Wahrscheinlich wieder nur für mich oder so. Aber hier ist ja wohl das Ende. Hier bin ich. Laufen wir mal kurz darüber. Denn ja, mein Ingrimm gestern schlug genau zu, als ich zum Essen gerufen wurde und danach habe ich mich nicht wieder eingeloggt. Und ich bin natürlich überzeugt, dass der Fischer, an dem ich gestern verzweifelt bin, tatsächlich nur deshalb. Das war der längste Lag, den ich. Es lag, verdammt. Warum stoppt das Spiel zwischendurch? Ah, hier hinten ist noch ein Seitenarm oder so. Ah, da ist es. Da, das erkenne ich wieder. Und da ist auch diese hohe Brücke. Ich bin überzeugt, dass ich gestern nur deshalb verzweifelt bin und verzweifeln musste. Da war es doch. Weil meine Angelschnur nicht stark genug war. Und es gab keine Möglichkeit, da fest genug anzuziehen. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal hier rein. Ich brauche auch einen neuen Köder. Und ja, wie man sieht, ich hatte gestern die für 0,78 Kilogramm geeignete Schnur. Habe jetzt eine sehr viel stärkere. Und schauen wir, ne, ob es jetzt funktioniert. Ich mache dasselbe, was ich gestern gemacht habe. Ich habe wieder morgen ausgewählt. Und ja, bewölkt. Das heißt, wir haben dieselben Umstände. Geschwindigkeit ziehe ich direkt runter auf 10. Guck mal die Unterwasserkamera an, um zu sehen, dass ich da auch richtig liege. Lass den wieder ein bisschen sinken. In den Bereich des Grünzeugs und schau mal, was sich jetzt so tut. Gestern bissen die ja wie. Oh, der ist ja winzig. Mann, ich will keinen winzigen. Ich will einen riesigen. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel plus, 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 plus 100% Zug und 100% Geschwindigkeit. Schneller geht's nicht. Keinerlei Kampf. Der ist winzig, der geht wieder rein. So, kleiner. Ja, amerikanischer Hecht.
Insgesamt soll ich 1,5 Kilo amerikanischen Hecht fangen, oder wie war das? Das dauert natürlich bei 0,2 Kilogramm. Ab mit dir. So, und wieder raus damit. Ich würde es wirklich gerne mal sehen beim echten Angeln, wie so. Ich frage mich immer, ist die Angelschnur wirklich so leicht, dass selbst so ein kleines Gewicht da reicht, dass also wie so ein Katapult sich weiter bewegt? Ich hätte immer das Gefühl, dass wenn die Angelschnur so leicht ist, dass das Gewicht auch nicht so schwer ist und das Ganze so im Wind einfach umherflattern müsste. Na, ich bin zu hoch. Muss den sinken lassen. Ah, okay. Der sieht auch wieder nicht besonders groß. Oh, hier muss ich natürlich den Zug ein bisschen verringern. Muss ich? Nein, muss ich nicht. Muss nicht, er ist wieder winzig. Ich muss gar nichts verringern. Ja, mit dir. Das ist ein Gelbbarsch. So einen hatte ich noch nicht, deswegen ist wahrscheinlich der Rekord da. Und der ist 3 Dollar wert. Ja, den behalte ich. Der kommt in mein Netz. Was ich gestern gar nicht nachgeguckt habe, ist, ja, die bleiben drin, die ich hatte. In 3D anzeigen. Oh, wie hübsch. Und er lebt immer noch. Ja, ich bilde mir mal ein, ich verkaufe sie gar nicht an ein Restaurant, sondern an einen Zoo. Ans Fischhaus im nahegelegenen Zoo in Jackson. I'm gonna Jackson. Gonna mess around. Da sind große Fische. So einen will ich haben. Muss ich das jetzt da? Der geht runter, der Fisch da hinten, ne? Das heißt, vielleicht, wenn ich das hier auch so tief sinken lasse, vielleicht kriege ich genau den. Bleib hier, Fischchen. Aber der ist wieder klein. Der ist wieder klein. Also hoch mit der Geschwindigkeit. Okay, also die Bisshäufigkeit in diesem Spiel ist erfreulich, wenn man Fische fangen will. Aber ist sie immersiv? Das ist die Frage. Ja, dich lasse ich frei. Ist es immersiv, wenn so viele Fische gefangen werden? Da, so einen großen bitte. Da, der sieht das doch. Komm her. Schwimmt da weg. Also die Unterwasseraufnahmen sind auf jeden Fall schöner als in Teil 1. Weil in Teil 1 war es wirklich einfach nur ziemlich dunkel. Ach, immer diese Winzlinge. Ich muss da einen größeren Köder holen. So, und. Moment. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch und her damit. Ich muss einen größeren Köder holen. Aber dann habe ich wieder nicht dieses Gefühl, ne, weil gestern habe ich ja mit dem exakt gleichen Köder die offenbar zu großen Fische gefangen. Ja, nur einen Versuch mit diesem Köder. Ich meine, das ist genau dieselbe Stelle, wo ich gestern geangelt habe. Selber Köder, selbe Tagesbedingungen. Und ich stelle die Bremse immer brav runter und auch die Geschwindigkeit. Vielleicht, wenn man die Geschwindigkeit höher stellt, vielleicht, also ich komme dann, beißen dann andere Fische an, weil sie denken, weil die Kleinen denken, ah, ist mir zu schnell. Okay, der sieht zum ersten Moment ja ganz gut aus. Geschwindigkeit höher stellen, Bremse hoch. Oh, ja, gut, okay. So, jetzt habe ich schon mal die Bremse auf 36. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das ist ein Fisch wie gestern. Sehr schön, dass ich nur einen Versuch gemacht habe. Geschwindigkeit ist auf 50. Zug auf 30. Jetzt will ich den Zug jetzt. Der geht übrigens dann immer. Ah, okay, ich kann den Zug besser justieren, wenn ich nicht Plus und Minus benutze. Sondern
Das Mausrad. Also es ist ähnlich. Es war ähnlich wie gestern, aber sehr viel leichter. Und er ist 1,27 Kilo. Das heißt, den hätte ich gestern mit meiner Schnur gar nicht fangen können. Und der ist auch 5 Dollar wert. Dann behalte ich den auch. Okay. Gehen wir mal kurz in den Shop. Und auch wieder eigentlich nett, ne, dass ich das einfach machen kann. Immersiver ist es möglicherweise. Ah, hier gibt es so Sets. Spinning for Beginners. For Third Level. Was bin ich denn jetzt für ein Level? Level 1 bin ich immer noch. Da kann ich nicht so viel kaufen. Ja, und Kunstköder. Also, hier sind die Spinner. Und die fangen also bei Level 3 an. Also vor Level 3 brauche ich eigentlich gar nicht viel. Hier brauche ich auch Level 2 und so weiter. Immersiv, ja. Interessante Frage. Man muss sich mit den Spielen natürlich mehr und länger auseinandersetzen, um sicher zu sein, wie strategisch das Ganze ist. Wie sehr ich die Tageszeit, das Wetter, die Tiefe des Köders und so weiter beachten muss. Denn sonst hat man natürlich das Gefühl, es beißen einfach eine Menge Leute. Leute. Und es hängt vielleicht nur von den strategischen Elementen, davon hängt ab, wer beißt, wer so vorbei beißt. Aber gut. Das bisher frustrierendste Angelspiel, an das ich mich so erinnere, war neben Sachen wie hier Atom Fishing und so, weil es einfach nicht richtig viel Spaß gemacht hat. Eine Regenbogenforelle. Auf jeden Fall sieht man jetzt, dass ich jetzt große Fische so im 1-Kilo-Bereich fange und nicht mehr diese 0,2 Kilo oder so. Ja, den behalte ich auch mal. Ich glaube, am frustrierendsten war im ersten Moment The Catch, weil das halt toll aussah. Und auch halt richtig Spaß gemacht hat. Aber wenn man da die falschen Köder und so weiter hat, tut sich gar nichts. Spricht aber nichts gegen das Spiel. Ne? Man muss dann halt gucken, dass man exakt die richtigen Köder hat, mit denen es auch Sinn macht, irgendwas zu tun. Meine mich zu erinnern, dass streckenweise Professional Fishing sehr frustrierend war. Sobald die kämpfen, sieht das gar nicht mehr so toll aus da unten. Ne? Finde ich. So. Aber Professional Fishing, also da habe ich sehr lange gewartet teilweise. Das heißt, ich wusste, ich habe die richtigen Köder, weil wenn jemand angebissen hat, war es auch ein lohnenswerter Fang. Aber es hat dann teilweise lange gedauert, bis jemand angebissen hat. Und Ich geh mal zu einem anderen Platz. Kann ich das auch wieder wegtun? Ja, Platz ist ja auch noch wichtig, ne? Dann gehe ich mal da hinten rüber, was ich schon entdeckt habe. Und es steht außer Frage, dass ein Angelspiel, bei dem wirklich alle paar Sekunden was beißt, egal ob man sich darüber Gedanken macht oder nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Also macht auch keinen Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemandem Spaß macht. Es sei denn, jemand, der keine Angelspiele mag. Ne? Dem mag es Spaß machen, einfach da zu stehen, was auszuwerfen, einzuholen und zu sagen, ah gut, okay, schlägt die Zeit tot. So wie Candy Crush oder so. Das ist echt interessant, dass mir jetzt auffällt, wie mäßig bis unbrauchbar eigentlich die Unterwasserkamera in Ultimate Fishing 1 war, weil wirklich so gar nichts zu sehen war.
unter der Wasseroberfläche. Ne? Da war alles sehr, sehr dunkel. Dunkel und düster. Und hier kriegt man was zu sehen. Wie sieht es denn aus, wenn man ihn aus dem Wasser holt? So sieht es dann aus. Die Kamera schlägt sofort wieder um. So, rechts gedrückt halten. Das könnte vielleicht auch noch was vertragen. Ja, doch, den behalte ich auch mal. Kleinen Maulbarsch. Das könnte es vielleicht auch noch vertragen, dieses Einfangen. Viele Spiele holen dann automatisch so einen Kescher raus, so ein Netz. Und bei Professional Fishing war es sogar so, dass man das Netz ein bisschen justieren muss, damit das funktioniert. Und diese kleine Frustration, die dabei auftaucht, passt zum Thema, glaube ich. Ist immersiv. Wäre ja auch interessant, wenn durchaus es sein kann, dass der Fisch nochmal entkommt. Das war aber nicht weit ausgeworfen, ne? Wenn man den Kescher irgendwie nicht richtig hält, dass er dann irgendwie doch daneben geht. Aber wahrscheinlich tut man den Fisch dann erst ins Netz und holt dann den Haken raus. Also, kann das sein? Ich bin fast am Rand und schon beißt mal einer an. Interessant. Ja, also unterm Strich. Oh, wo ist mein Fisch? Der ist weg. Der ist noch entkommen. Das wollte ich gerade sagen, unterm Strich ist es zu einfach hier, aber schon entkommt er. So, kann ich da, so, was ist das Weiteste, was ich machen kann? Q. Q erstmal. So, und jetzt? Achso, das war dieses kurze Auswerfen. Köder hat sich am Boden verfangen. Ist ja gar nicht wahr. Ist doch gar nicht wahr. Der hat sich gar nicht am Boden verfangen. So, jetzt habe ich ihn eingefangen. Jetzt will ich ihn wieder auswerfen. Und zwar will ich den da hinten irgendwo reinkommen sehen. Da, ja, das geht noch. So, letztes für heute. Weil wir haben einen guten Eindruck hier gewonnen. Ich könnte natürlich noch einen anderen See mal aufsuchen, aber vielleicht mache ich das in einem anderen Video, falls ich mich mit dem Spiel doch mehr mal anfreunde. Denn für die Reihe hier sollte es eigentlich so sein, dass man jedes Spiel mal anspielt, einen Eindruck gewinnt, wie es ist. Und da braucht man nicht zwei Videos zu. Da kommt schon wieder. So. Ja, sehr, sehr einfach. Sehr kleine Fische. Das heißt, da ist die Herausforderung, nicht die Herausforderung, aber der Reiz mit Sicherheit besteht da drin, schnell zu leveln. Um bessere Ausrüstung kaufen zu können und bessere Köder. Der sieht größer aus als 0,27 Kilogramm, finde ich. Ist nichts wert, das heißt, ich gebe ihn frei. So. Wie weit bin ich? Level 1, Spielzeit 1 Stunde, 17 gefangene Fische. Geld habe ich bisher nur ausgegeben, noch nichts eingenommen. Wie viel XP habe ich, wie viel brauche ich denn? Weiß ich wie. Ach so. Moment, 97 von 100. Dann fangen wir noch einen Fisch. Und werden mich auch noch aufleveln lassen, würde ich sagen. Vielleicht versuchen wir es hier nochmal mit der zweiten Angelrute. Das ist ja immer das ruhigere Angeln, ne, weil es überhaupt nicht aktiv ist. Aber wir schauen mal. Können ja hier dank Unterwasserkamera sehen, ob sich was tut. Das ist wirklich der Vorteil, finde ich. Mir kommt es immer so vor, als wäre, wenn er einfach so hier da hängt, mittendrin im Wasser. Man sieht nichts drumherum, dass es keine Chance gibt, dass irgendjemand vorbeikommt und den da was fressen will. Wie kann ich jetzt die Tiefe ändern? Das wüsste ich gerne. Geschwindigkeit nehme ich runter. Zug-Vorfachlänge kann ich nicht erreichen. Ich kann jetzt auch nicht zupfen hier so mit der rechten Maustaste.
Dann sehe ich ja einen Fisch. Doch, jetzt habe ich gezupft. Ich nenne das einfach so. Ich finde hier mein eigenes Angler-Latein. Hä? Was? Was? Doch, da ist er. Was ist denn Vorfachlänge? Ich würde den gern tiefer senken. Wie kann ich das machen? Sagt mir das hier was? Bremse, Taschenlampe. Pfeile, Zoom ein und Zoom aus. Der arme Wurm. Kriege ich Angst. Angst und Mitleid kriege ich da. Einrollgeschwindigkeit, Haken, Bügel schließen. Also das Ä und Ö, weiß ich auch noch nicht, was das ist. Ja, also das Posenangeln ist irgendwo. Ich brauche noch einen amerikanischen Hecht. Das Posenangeln ist nicht so spannend, ne, wie jedes andere Angeln. Das Spinnerangeln. Aber vielleicht fängt man damit dann doch irgendwie größere Fische. Da, tatsächlich. Da habe ich doch tatsächlich einen bekommen. So, jetzt den Zug erhöhen und das hier auch. So, und jetzt ziehen. Riesig ist er nicht, ne? Mach das mal wieder zu und das hier mal wieder zu. Wenn es ein amerikanischer Hecht ist, dann habe ich jetzt auch noch einen Daily geschafft damit. Amerikanischer Hecht. Schwieriger Rekord, 0,3. Ja, freigeben. Tatsächlich. Neues Level. Und ein Fähigkeitspunkt. Gut, dann können wir uns das auch noch angucken. Gut, dass ich es gemacht habe. Nochmal kurz hier gucken. Bei F3. Da fangen sie 1,5 Kilo von einer einzigen von der Hechtart. Und einen Geldbarsch brauche ich auch nur noch wenig. Das heißt, diese Dinger sind auch schnell erledigt. Okay. Fischernetz öffnen. Die habe ich alle eingefangen. Das sind insgesamt 4 Kilo von 15 Kilo. Wenn ich das nicht mache, zu den Trophäen hinzufügen. Zum Aquarium hinzufügen? Was ist das denn? Das will ich natürlich machen. Wen will ich zum Aquarium? Habe ich den ersten Gelbbarsch, den ich gefangen habe? Oh, die Regenbogenforelle hat nicht mal einen Stern. Und eine 1,2 Barsch. Was passiert, wenn ich zum Aquarium? Ich werde mal hier die Regenbogenforelle zum Aquarium hinzufügen. Aquarienliebhaber. Muss gleich mal gucken. Und den Rest verkaufe ich. Dann habe ich wieder eine Menge Geld. Ich hatte sogar. Warum hatte ich vorher noch Geld? Bekomme ich Geld, wenn ich auflevel? Kann das sein? XP. Und so weiter und so fort. Wohnsitz. Gesamtzahl der Fische im Wohnsitz. Trophäen. Ich muss gucken, ob man da jetzt schon sich irgendwo was angucken kann. Sehe ich hier nicht, aber. Was mache ich denn mit dem Leveln? Wie kann ich das machen? Level 2 und ich hatte irgendeinen Punkt. Ausrüstung. Ich könnte noch ein drittes Set machen. Interessant, mir fällt nur gerade auf, dass hier in Set 1 schon das. Oder wird das dann für alle übernommen? Möglicherweise, ne? Universalrouten, Mono, Fluorcarbon und so weiter und so fort. Wo ist. Muss ich den Standort verlassen? Ich verlasse meinen Standort. Vielleicht muss ich das tun, um mich verbessern zu können. Ja, hier. Fähigkeiten. Tatsächlich. Wirtschaftler oder Trickser? Was kann ich denn hier machen? Ich will das nicht sofort auswählen. Ich würde nur gern wissen.
Kosten. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5%, beschleunigt die Zeit, bis ein Anbiss erfolgt. Das klingt natürlich immer gut. Da wäre schon mal Aquarium. Wachsen um 5%. Was für ein Aquarium? I'm intrigued. Sie haben 5% mehr Erfahrung für jeden Fisch, den sie fangen. Sowas ist tatsächlich gut, ne, am Anfang. Erhöht das Level des Fischnetzes doppelt so schnell. Ah, das Netz vergrößert sich automatisch oder so. Das war, glaube ich, bei Professional Fishing auch, dass ich, wenn ich gemerkt habe, boah, das Netz ist sehr klein. Und das ist natürlich für ein Spiel, das Geld im Spiel macht. Also, sprich, wo man echt Geld ausgeben soll. Ist natürlich gut, wenn man den Leuten ein kleines Netz gibt, dass man den Standort, wenn man ihn besucht, da muss man Geld für ausgeben. Und dann ist das Netz schnell voll und dann denkt man sich, ah, es hat sich jetzt nicht gelohnt, ich brauche ein größeres Netz und so weiter. Aber das scheint ja hier nicht so der Fall zu sein, ne? Ich muss, ja gut, das ist wie ein Tree, ne? Ich kann das nicht, damit kann ich nicht anfangen. Das heißt, auch das kann ich jetzt nicht sofort machen. Wenn Sie ein neues Lächeln haben, verlängert sich die Zeit, in der Sie zusätzliche Münzen verdienen können, um 5%. Habe ich noch nicht nachgeguckt, ne, was ich da... Erhöht den Verkaufspreis von Fischen aus dem Netz und dem Aquarium. Das Aquarium macht mich neugierig und neugierig. So. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit, bis ein Anbiss erfolgt. Das kaufe ich jetzt. Sie haben schon diese Fähigkeit, ja. Und danach kann ich... Ich muss dann erst die nehmen. Und dann kann ich die nehmen. Gut. Gut, gut. Mission. Haben die sich jetzt geändert? Beliebige Fische. Monatliche Mission. Gut, weiß ich nicht, ob sich die einen jetzt geändert haben. Weil mir fehlten ja nur noch dieser Goldbarsch da. Den hätte ich natürlich auch noch gerne gehabt. Hier sind meine persönlichen Rekorde. Noch nie einen Silberkarpfen oder einen Aland gefangen. Eine Schleier auch nicht. Mich interessiert doch kurz, wenn ich jetzt hier mal hingehe, und zwar am Abend, bei leichtem Regen. Mich interessiert jetzt nur, ob meine Dailies oder meine Missionen jetzt alle geändert sind, wie es gerade aussah, oder ob die eine noch da ist, weil da fehlte ja höchstens noch zwei Fische, um die dritte Mission freizuschalten. Gucken wir mal mit F3. Tatsächlich. Tatsächlich, die sind... Das ist schade. Warum? Warum sind die alle resettet? Art 10, Art 5. Toll, da weiß ich jetzt gar nicht, was für eine Art Fisch da jetzt ich fangen müsste. Und schade, diesen Goldbarsch da hätte ich gerne noch gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt damit Geld verdient habe oder XP bekommen habe oder so. Man weiß es nicht und hätte ich darauf achten müssen oder muss ich nochmal nachgucken. Fazit. Hervorragend. Hat ein anderes Feeling als Teil 1. Trotzdem merkt man, dass eine gewisse Verbindung zu Teil 1 besteht. Aber man merkt ja auch Verbindungen unter allen Angelspielen. Also es macht eigentlich die Sachen richtig, die Teil 1 hatte. Ne? Die Eleganz des einfachen Einwerfens und so. Hinterher kann man ja mehrere Angelrouten verteilen, aber es ist nicht von Anfang. Man wird nicht erschlagen mit Technik, wie es mir bei Fishing Planet zum Beispiel erschien im ersten Moment. Schön wären so ein paar immersive Elemente wie Russian Fishing, ne? Dass man so Kram kaufen kann oder vielleicht irgendwo Läden hat oder so, aber das habe ich bisher nur bei dem Spiel gesehen, das ist großartig. Das mit dem Aquarium macht einen natürlich hier neugierig. Weiß ich aber nicht. Zum Wohnsitz! Machen wir das auch noch. Gucken wir uns mal an, wie der Wohnsitz aussieht. Ah, okay. Trotzdem werde ich mein Fazit weiterziehen. Oh, da kann ich ja wirklich eine Menge. Hier kann ich Trophäen anbringen. Hier ist Platz für eine Menge Fische. Gesamtzahl der Fische im Aquarium. 0 von 10. Ich könnte 10 Fische haben. Echt, leben so passionierte Fischer. Haben die so ein Haus. Ich bin ja so hin und her gerissen, ne? Weil ich doch mich mittlerweile in meinem Alter zu einem großen Tierfreund entwickelt habe. Bin aber auch nicht hier, ne, dass ich nicht den Jagdeifer und so verstehe. Ich bin nicht sicher, ob ich mir ein Tier, das ich geschossen habe,
wirklich als Trophäe an die Wand hängen würde. Ich überlege, was in einem abläuft, wenn man dann das Tier, das man gejagt hat, da an der Wand hat. Ist es so, ha, ich habe dich besiegt. Fühlt man, da ist mein Fisch, da ist der eine Fisch, den ich hatte. Kann ich hier auch G drücken? Nee, kann ich nicht. Um den Hut verschwinden zu lassen. Ne? Also steht man da und denkt sich, ha, ich war besser als du. Der ist aber sehr einsam, ne? Muss aber schnell neue Fische haben. Und der wächst da jetzt. Sehe ich das richtig? Fische füttern. Jetzt habe ich einen Fisch gefüttert. Das Aquarium verwalten. Ah, der muss mehr gefüttert werden. Lifetime. Es ist gut, den jetzt so. Boah, ist der Schatten groß. Es ist gut, den jetzt so oft zu füttern. Ja, tatsächlich. Da muss ich mich drum kümmern, ne? Sonst verhungert der ja wahrscheinlich hier. Dann fütter ich doch weiter. Oder ist es so, dass man die Trophäen sich anschaut? Jetzt fallen die alle runter. Hol dir die. Dass man sich die Trophäen anschaut und so ein bisschen versonnen da sitzt und denkt, ja, ne, unsere Lebenswege haben sich gekreuzt. Dich hat's erwischt und ich würdige dich für das, was uns verbunden hat. Auf jeden Fall sehr hübsch hier. Ne, weil auch Jagdspiele haben sowas und wenn man sich schon in die Rolle eines Jägers oder eines Anglers versetzt, ja, warum nicht, ne? Ich mag auch diese 70er Jahre, dieses Design, diese Architektur ganz gerne. Für mich hat das so einen 70er Charme mit dem Holz und viel Glas und Beton. Sehr hübsch. Gut, dann haben wir das auch noch gesehen hier. Sehr empfehlenswert. Das Spiel zieht wirklich eine Menge raus. An Erfahrung habe ich das Gefühl, macht einiges richtig. Ist schön, schön gemacht, auch hier von wie die Läden und so aufgemacht sind. Das ist manchmal nämlich ein bisschen unübersichtlich. Und als allerletztes vielleicht noch, da freue ich mich schon auf, da noch einkaufen zu gehen, obwohl erst ab 3, ne, wird's. Ab Level 3 kriege ich da richtig neue Sachen. Spinnrollen habe ich gar nicht. Okay. Die Bisshäufigkeit. Da bin ich noch hin und her gerissen. Einerseits schön, dass so oft angebissen wird. Andererseits ist, glaube ich, das häufigste von allen Spielen, die ich so gesehen habe. Und gerade am Rand von, ja, so kann sich Angeln nicht wirklich anfühlen. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn man das auf realistisch einstellt. Oder es ist wirklich, weil es der Anfangssee ist, dass da viele anbeißen. Das war, glaube ich, im ersten Teil auch so, dass im Anfangssee die häufiger gebissen haben. Und man, wie man gesehen hat, in meinem Video in Afrika an der Talsperre stundenlang stehen konnte und nichts hat angebissen. Da ist es dann wahrscheinlich strategischer. Und wenn es so ist, ist es gut. Empfehlung. Seid so gut und gebt mir einen Daumen rauf für den Algorithmus.